Moin Moin, Bremer Lehrkraft. Heute zeige ich dir die Classroom-App. Sie befindet sich auf den Lehrerinnen-iPads. Die Classroom-App befindet sich im Dock. Durch einfaches Tippen öffnest du sie. Anschließend erscheinen die Klassen und Kurse, in denen du unterrichtest. Du wählst die entsprechende Klasse oder den Kurs aus und die aktuellen Bildschirme deiner Schülerin werden dir angezeigt. Indem auf Bildschirme getippt wird, kann die Ansicht gewechselt werden. Individuelle Fotos können hier hinterlegt sein. Ich stelle jetzt die einzelnen Aktionen nacheinander vor. Öffnen. Möchtest du, dass alle Schülerinnen eine App starten, so kann dies über Öffnen zentral für sie erledigt werden. Dieser Befehl ermöglicht dir außerdem, die Schülerinnen-iPads auf den Gebrauch dieser App zu beschränken. Dies kann zum Beispiel für Klassenarbeiten nützlich sein. Navigieren. Mit diesem Befehl kann nicht nur eine bestimmte App geöffnet werden, sondern sogar zu einem spezifischen Inhalt in dieser App navigiert werden. Zum Beispiel einer Internetseite oder Datei. Ich navigiere alle iPads zu dieser in meinen Favoriten gespeicherten Internetseite. Ausblenden bewirkt, dass die Schülerinnen-iPads auf den Homebildschirm zurückgeführt werden. Die aktuell benutzten Apps bleiben geöffnet, sind aber ausgeblendet. Sperren. Du hast auch die Möglichkeit, alle iPads gleichzeitig zu sperren. Nachdem auf Entsperren getippt wurde, ist eine erneute Anmeldung der Schülerinnen erforderlich. Stumm. Wie zu vermuten, kannst du hier die Schülerinnen-iPads gleichzeitig verstummen lassen. Die Option Gruppe. Hier können einzelne Schülerinnen in Gruppen zusammengefasst werden. Dies ist nicht nur bei Gruppenarbeit nützlich, sondern auch, wenn du differenzieren willst oder einfach bei bestimmten Schülerinnen gleichzeitig eine bestimmte Aktion durchführen möchtest.